Hör auf dein Herz. Es klingt schon fast zu schön, um wahr zu sein. Köstliche Schokolade soll jetzt sogar gut für unser Herz sein. Tatsächlich enthält dunkle Schokolade bzw. der darin enthaltene Kakao viele sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe, vor allem die sogenannten Polyphenole, denen ja eine Reihe gesundheitsförderlicher Eigenschaften wie blutdrucksenkende, entzündungshemmende, blutgerinnungshemmende und auch günstige Wirkungen auf unseren Fettstoffwechsel nachgesagt werden. Und auf diese Weise sollen diese sekundären Pflanzenstoffe eine Schutzwirkung für unser Herz und unsere Blutgefäße entfalten. Die schützenden Inhaltsstoffe der Schokolade, die sind im Kakao enthalten. Je höher der Kakaoanteil in einer Schokolade, desto höher ist daher auch der Gehalt an diesen schützenden Polyphenolen. Und deswegen sollten wir beim Genuss von Schokolade auf einen Kakaoanteil von mindestens 70%, besser noch 85% achten. Das sind dann aber leider meistens nicht unbedingt die Billigsorten beim Discounter für 30 Cent. Da muss man dann schon seiner Gesundheit zuliebe auch mal ein bisschen tiefer in die Taschen greifen. Tatsächlich konnten mittlerweile zahlreiche Studien zur Wirkung von Kakao oder Schokolade positive Effekte auf die Herzgesundheit nachweisen. Dunkle Schokolade kann über die besprochenen Effekte zum Beispiel die Herzdurchblutung verbessern. Nach Schätzung kann regelmäßiger Genuss von dunkler Schokolade das Risiko für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung möglicherweise sogar um 21%, also um ein Fünftel senken. Weiße Schokolade, die ja nicht diesen hohen Kakaogehalt und damit auch nicht die schützenden Polyphenole in ausreichender Konzentration enthält, die zeigt diese Wirkung typischerweise nicht. Darüber hinaus könnte es auch sein, dass die Milch, die ja in Milchschokolade und auch in weißer Schokolade reichlich enthalten ist, die Aufnahme der schützenden Polyphenole aus dem Darm erschwert. So, und jetzt schneide ich bitte an, Schokolade ist sogar mit einem verringerten Risiko für Herzrhythmusstörungen wie Vorhofflimmern vergesellschaftet. In einer Studie reduzierte jeweils 30 Gramm Schokolade, 2 bis 6 Mal pro Woche genossen, das Auftreten von Vorhofflimmern um 20%. Klingt für mich ja erstmal alles super. Kann man jetzt generell sagen, dass Schokoladeessen gesund ist und allen Menschen unbegrenzt Schokolade als Schutz für Herz- und Blutgefäße empfehlen? Ganz so einfach ist natürlich wieder mal leider nicht, denn die Wirkung von Schokolade als komplexes Lebensmittel insgesamt ist natürlich etwas komplizierter, weil hier natürlich auch der meist hohe Fett- und Zuckergehalt eine große Rolle spielen, die dann die positiven Effekte des Kakaos leider teilweise wieder aufheben können. Schokolade ist eben nicht gleich der gute Kakao, aber durch die Wahl einer Schokolade mit sehr hohem Kakaoanteil kann man nicht nur den Gehalt der unser Herz- und Blutgefäße schützenden Polyphenole in die Höhe treiben, sondern wir können auch den Zuckergehalt sehr stark reduzieren. Eine 99%ige Schokolade enthält zum Beispiel nur noch 0,5 Gramm Zucker pro 100 Gramm, ist dann allerdings auch geschmacklich in meinen Augen eher etwas für den echten Schokoladenfreak. Wie sieht es nun mit dem Fettgehalt der Schokolade aus? Das Fett in der Schokolade stammt, wenn nicht noch künstlich minderwertiges Fett hinzugefügt wurde, aus der Kakaobutter. Und Kakaobutter, die besteht zu etwa gleichen Anteilen aus Ölsäure, also einer herzgesunden pflanzlichen ungesättigten Fettsäure, und Stearin sowie Palmitinsäure, also gesättigten Fettsäuren. Stearinsäure verhält sich trotz des Status als gesättigte Fettsäure cholesterinneutral, wohingegen die Palmitinsäure einen geringen Einfluss auf den Cholesterinspiegel nehmen könnte, aber zum Glück nur maximal ein Drittel der gesamten fettbezogenen Kalorien in der Schokolade ausmacht. Neben dem zu beachtenden Fett- und Zuckergehalt gibt es einen weiteren etwas bitteren Nachgeschmack, und das ist eine mögliche Belastung mit Cadmium, vor allem wenn die Kakaopflanzen auf vulkanischem Boden wachsen, wie das oftmals in Südamerika, der Karibik und Westafrika der Fall ist. Ab 2019 gibt es dann einen EU-weiten Cadmium-Grenzwert. Bis dahin gilt die Empfehlung, die Schokoladensorten abzuwechseln, um das Risiko kleiner zu halten, oder aber beim Hersteller den Cadmiumgehalt anzufragen. Ein niedriger und empfehlenswerter Gehalt wäre zum Beispiel 0,1 Milligramm Cadmium pro Kilogramm Schokolade. Ein weiterer letzter Punkt ist mir noch ganz wichtig. Wenn wir ständig von Kakao reden, dann meine ich natürlich auf gar keinen Fall derartiges Getränkepulver zum Zubereiten von Kakaogetränken. Wenn Sie da mal auf die Nährwertangaben schauen, dann sehen Sie, dass eine solche 800-Gramm-Packung zu fast 80% reinen Zucker enthält. Ob man das dann wirklich seinen Kindern auf Dauer antun will, das sollte gut überlegt werden. Liebe Zuschauer, wir fassen mal wieder zusammen. Dunkle Schokolade und der darin enthaltene Kakao haben über die enthaltenen Schutzstoffe, die sogenannten Polyphenole, eine wertvolle Schutzwirkung auf unser Herz-Kreislauf-System. Demgegenüber steht natürlich der hohe Kaloriengehalt von fast 600 Kilokalorien pro 100 Gramm Tafel Schokolade.
Daher gilt hier wie immer im Leben, alles eine Frage der Dosis. Daher mein Tipp, anstatt sich jetzt tafelweise billige Vollmilchschokolade mit hohem Zucker- und Fettanteil und niedrigem Gehalt der schützenden Inhaltsstoffe einzuverleiben, genießen Sie lieber regelmäßig ein paar Stückchen richtig guter Schokolade mit hohem Kakaogehalt. Da freut sich dann tatsächlich auch Ihr Herz. Meine Damen und Herren, das war's schon wieder mit dieser Folge Dr. Hart. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann freue ich mich wie immer über ein bestätigendes Like. Schauen Sie mal auf meiner Webseite vorbei, abonnieren Sie meinen YouTube-Kanal, empfehlen Sie mich weiter an Freunde und Bekannte und ganz, ganz wichtig, bleiben Sie gesund und hören Sie auf Ihr Herz.